Laufen und Bewegung liegen in unseren Genen. Und Laufen bringt was. Laufen ist für mich Entspannung. Das bedeutet für mich Abschalten. Wenn man sich mal so richtig auspowern kann. Laufen bedeutet Glück. Warum dann nicht gleich so laufen? Ganz natürlich wie damals Abebe Bikila. Der Äthiopier schaffte 1960 die Sensation. Er gewann den olympischen Marathon barfuß. Heute gibt's dazu die Hightech-Version. Natural Running, Laufen in Barfußschuhen. Mit Hightech die Gesundheit fördern? Barfuß gehen ist gesund. Das sagt auch Sportorthopäde Andreas Imhoff. Sie kräftigen die Muskeln, sie bekommen stabile Gelenke, sie brauchen ihre Sehnen, sie brauchen die Sehnen auch nach außen, nach innen, verhindern das Umkippen. Barfußgehen ist eigentlich quasi die Therapie für viele von unseren Fußproblemen. Aber gilt das auch für Barfußlaufschuhe? Sind die sinnvoll und für wen? Wir laden ein zum Barfußlaufschuhtest mit Lauftrainer Peter Gottwald. Vielen hilft er auf die Sprünge, bisher ohne Barfußschuhe, sowie Katja und Richard, beide Breitensportler. Sie kennen das Barfußlaufen auch noch nicht. Habe ich schon mal gehört, aber noch nie ausprobiert. Wollte ich schon immer mal machen. Ich bin gespannt, was mich erwartet. Doch zunächst, was unterscheidet die Barfußlaufschuhe von herkömmlichen? Das ist ein klassischer, konventioneller Laufschuh, der im Wesentlichen drei Aufgaben hat: Dämpfen, Stützen und Führen. Die Dämpfung erfolgt im Wesentlichen über die Zwischensohle. Und das ist jetzt ein sogenannter Barfußlaufschuh, der eigentlich ein Handschuh für die Füße ist und der eben diese Aufgaben ganz bewusst nicht mehr erfüllt. Wir wählen exemplarisch drei Modelle. Sie kosten zwischen 100 und 150 Euro. Barfußlaufschuhe gibt es in ganz unterschiedlichen Formen. Peter Gottwald kämpft mit einem Zehenschuh. Ja, es ist echt schon mal ein Akt, die Dinger überhaupt richtig anzuziehen. Los geht's. Erster Punkt, der Tragekomfort. Wie fühlt sich's an? Also das Top fühlt sich wie auf Federn gerade an. Ist ein neuer, sehr attraktiver Eindruck. Ja, es ist im Vergleich zum normalen Schuh ganz anders. Hier auf dem Asphalt ist es vergleichsweise hart. Deswegen laufe ich jetzt einfach mal hier ein Stück rüber auf die Wiese. Andere Schuhe, anderer Laufstil. 8 von 10 Läufern setzen mit der Ferse zuerst auf. Schlecht für die Gelenke. Barfußläufer und Barfußschuhläufer setzen dagegen mit Vorder- oder Mittelfuß zuerst auf. Das ist gesünder und natürlicher von der Bewegung her. Aber für Ungeübte wie Richard oft ein Problem. Ich habe schon so ein leichtes Ziehen im Spann. Und ein bisschen mehr Dämpfung würde jetzt gerade auf so hartem Untergrund ganz gut tun. Punkt 2. Die Stabilität im Schuh. 4,5 Kilometer Strecke über Stock und Stein. Eine beinharte Bewährungsprobe für Gelenke, Sehnen und Muskeln. Stütze und Führung durch die Schuhe gibt es nicht. Also ich bin gerade schon fast so ein bisschen eingeknickt. Da merkt man, dass die Stabilität einfach fehlt. Womit wir beim Punkt Gesundheit wären. Studien zeigen, es verletzen sich prozentual mehr Läufer, die in Barfußlaufschuhen unterwegs sind, als in herkömmlichen Laufschuhen. Und es kommt häufig zu gesundheitlich negativen Stressreaktionen wie bei ihr am Fußskelett. Von Entzündungen bis hin zum Ermüdungsbruch. Wenn es zur Überlastung kommt, sinkt dieses Quergewölbe oder das Längsgewölbe und das führt zu Brüchen im Bereich dieser kleinen Knochenteile. Werden die Stresssymptome rechtzeitig erkannt, lassen sie sich gut konservativ behandeln. Die Ursachen dafür sind: Immer wenn die Saison beginnt oder zu viel Training pro Zeiteinheit, dann kommt es zu Belastung, weil der Körper nicht Zeit hat, weil der Knochen nicht Zeit hat, sich anzupassen, zu reagieren, sich aufzubauen, den Stress abzufangen. Das bedeutet, langsam beginnen mit dem Barfußlaufschuhtraining. Aber machen Barfußlaufschuhe denn schneller müde? Läufer mit gesunden Füßen nicht. Jetzt mal langsam, weiter, mir reicht's. Wer mit seinen Füßen Probleme hat, so wie Richard, für den kann es schnell unangenehm werden. Deshalb ist es wichtig, sich vor dem Kauf kompetent beraten zu lassen. Da würde ich dir ganz klar von einem Barfußlaufschuh abraten. Wir gehen mal auf den klassischen Laufschuh, der dich dämpft und führt und stabilisiert. Fazit unseres Laufexperten.
Ich würde den Barfußlaufschuh im Besonderen als Anfänger sehr, sehr dosiert verwenden, um eine Überforderung zu vermeiden, und würde zusätzlich in jedem Fall in eine Trainerstunde investieren oder in eine Stunde mit einem Laufverein, um zu einem wirklich vernünftigen, geeigneten, richtigen, gelenkschonenden Laufstil zu kommen. Im Sommer braucht's fürs Barfußtraining zwischendurch nicht einmal Barfußschuhe. Also los!